Aldemar HD. Toll. Hallo meine Lieben, hier ist wieder euer Aldemar zockt. Und hier ist diese überaus hässliche Bahn. Kuli der Zug. Das stimmt ja eigentlich gar nicht. Das war ja falsch rum. Das hier ist Erzi der Zug. Erzi der Zug. Und das da hinten ist Kuli der Zug, ja? Das hier ist Kuli der Zug. So, das Kuli der Zug. So, letzte Folge haben wir zwei neue coole Lokomotiven reingeholt. Diese wunderbaren Schmuckstücke hier. Die hier. Guck mal, jetzt sind die schon am Verrosten. Richtig cool, das Teil. Und die neuen, Dinger. Tender. Und jetzt muss aber erst die Erzproduktion hier wieder anlaufen. Sonst mache ich nämlich ein paar Anhänger weg. Ich sag so, nämlich 4 Stück weg. Ich kann den Bahnhof auch verlängern. Ich kann einfach sagen, hier Bahnhof. Bahnhof, werde größer. Verlängere dich, oh großer Hof des Bahnhofs. Oh, jetzt fährt er noch ein bisschen weiter. Oh nein, jetzt habe ich beide zerstört. Scheiße. Ah ne, cool, jetzt fahren sie automatisch bis ins Maximum. Guck mal, jetzt ist es ein bisschen zu weit geworden, aber... Guck mal, jetzt sehen sie direkt viel kleiner aus, ne? Ach ne, die hängen wieder ineinander. Jetzt müssen die sich erstmal wieder auffüllen. Die beiden Bestien. Geil, guck mal! Geil. Das hat auch was, oder? Ist auf schnell? Glaube ich nicht. So, da haben wir ganz viel Erz. Das Schiffchen fährt. Das ist gut. Boaty McBoatface. Unsinkbar 2. Das ist der beste Name. Unsinkable 2. Also ich muss sagen. Also das ist der beste Name überhaupt. So, Kohle ist Überproduktion. Ich meine, ich könnte halt noch mehr Kohle hinbringen, aber es muss alles verarbeitet werden. Deswegen brauchen wir einfach mehr Erz, bevor ich hier nochmal mehr Kohle mache. Machen alle Geld, geil. Geld ist geil. Könnten, haben wir hier aber auch nichts Neues bekommen, deswegen warten wir vielleicht damit. Ich würde gerne Öl so transportieren. Guck mal, das könnten wir hier sogar machen. Also, ich glaube, Öl bei uns kriegen wir hier nicht mehr. Ja, ich glaube nicht. Vielleicht doch, wer weiß. Hier so, jeder kennt die Mississippi-Ölbohrinseln. So, okay. Ich fange jetzt an, und zwar mit dem Simi und Aldemar Express. Damit wir die irgendwo fahren lassen. Ist mir scheißegal, ob das irgendwie großartig was bringt. Wir könnten einfach nach New Aldemar und Fort Simi fahren lassen. Oder weiter. Wir könnten sie auch von New Aldemar nach Fort Simi und dann nach St. Laponio fahren lassen. Und dabei vielleicht zum Beispiel die Güterstrecke hier benutzen. Dass die hier so lang fahren. Dann darüber. Und dann vielleicht bis nach Archie City fahren. Das könnten wir auch machen. Sollen wir das machen? Dann könnte ich vielleicht sogar mal alte Strecken benutzen. Pass auf, dann machen wir jetzt einen Kopfbahnhof. Ja? Von St. Laponio. Das ist die... Das sind die Dingensbummensstrecken. Wie heißen sie? Guck mal, hier ist sogar noch ein Bahnhof. Ah, scheiße, jetzt haben wir ja schon einen Bahnhof. Aber sie müssen von hier aus fahren, das ist wichtig. Das ist denen ihre Strecke. Ja, ja, ist mir egal, ob der Zustand schlecht ist. Sie werden ja sowieso irgendwann dann ausgesondert. Man direkt noch durch den Bahnhof fahren, ja, ne? Scheiß drauf. Aber ich muss noch eigentlich bestimmt den scheiß Strommaster wegnehmen. So, jetzt sind wir nämlich hier. So, jetzt können wir nämlich direkt das zweite Gleis hier benutzen.
Und fahren von hier aus. Gut, das können wir anschließen. Machen aber so. Ah, scheiße. Das habe ich voll übersehen. Ja. Ja, warte mal. Das könnten wir auch... Oh yeah, baby. Ja, yeah, yeah. Scheiße, die Farbe nicht davon ändern kann. Oberleitung. Nein. Ah! Ja! Aber brauchen wir sowieso. Nein, das ist keine Oberleitung und das ist eine Oldschool-Strecke. Ergo, machen wir so. Okay. Jetzt muss ich da hinkommen. Das heißt also, wir gehen hier. Mist, das wollte ich nicht. Ah ja. Nochmal. Die Mountain Tracks. Nein, 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 das machen wir jetzt nicht. Warte mal, das ist ein bisschen zu schräg. Denn hier gemacht? Oh Mann. Wir machen sowieso mal eine doppelte Linie hier. Das ist nicht so das Problem. Ist mir egal, was für Straßenfahrzeuge da Probleme haben. Sollen die halt an Altersschwäche sterben? Bestimmt die Trams oder so. Ich muss auch die neuen Fahrzeuge benutzen. Voll vergessen. Jetzt haben wir bestimmt hier ein Problem. Pass auf. Mit dem Bahnsteig. Aha, okay, warte mal. Nee, geht alles. Super. So. Dann wird das hier zu einer. Warum sollte ich das tun? Jetzt müssen wir das nicht mehr machen. Können wir direkt das Gleis wechseln quasi? Ja? Oh, mit Gleis wechseln, ey. Willkommen in der Zukunft. Das ist Micromanagement hoch Millionen. Oh nein. Ah, scheiße. Ich wusste, dass das passiert. Dann machen wir wieder ein Gleis wechseln. Ah, toll. Oder ich mache die Straße hier weg. Es wäre nur da. Ups, da muss ich wohl aus Versehen die Straße abgerissen haben. Ist Pause, kann keiner motzen. Wir... Pause. Finden das gar nicht toll. So... Halt. Da. Wollen wir einen eigenen Bahnhof machen oder wollen wir an den Bahnhof anknüpfen? Mach jetzt erstmal so. Wir machen einen eigenen Kopfbahnhof, würde ich sagen, oder? Nee. So. Können aber auch. Ja, das ist eigentlich okay so. Und dann machen wir... Warte, ich mache jetzt mal kurz den Kopfbahnhof. Oder wir... Nee, wir halten auch bei dem Bahnhof hier. Das wäre ja blöd, wenn wir das nicht so machen würden. Geben wir dem noch ein eigenes Gleis. Das Expressgleis. Wie wäre das? Auf jeden Fall, oder? Konfigurieren. Können wir auch machen. Das ist ja überhaupt kein Problem.
Ja, ich weiß, es ist vielleicht nicht toll, es ist aber auch nicht schlecht. Es ist so schön für mich, wie ich es schön finde. Das, ich meine, also, wir können tatsächlich von hier aus fahren. Das ist doch okay. Siehst du, da können wir hier direkt bleiben. Und schön, dass ihr weiterguckt. Für die, die gelesen, ist schon wie ein Ritual für euch, morgens zu gucken. Hier, das ist doch schön. Freut mich, dass euch das gefällt. Und wo guckt ihr mich immer? Am Klo, auf dem Weg zur Arbeit. Ich bin ja eher so ein Klo-Gucker, ne? Klo ist schon toll. Oder wenn ich irgendwo warten muss, natürlich. Ist das okay? Kann man das so machen? Oder ist das scheiße? Ich meine, ich hätte auch hinten gleich bleiben können und dann so würden die sich wahrscheinlich öfter mal behacken, oder? Ich meine, warum sollte man das so tun? Ich hätte auch hier überwechseln können und das sieht besser aus als da hinten. Das heißt also, wir machen das hier wieder weg. Guck mal, da kommen auch direkt die Berge wieder. Also, wir fahren jetzt darüber und hauen ihm aufs Maul. Nein, wir machen das jetzt hier fertig. Na toll. Okay, wunderbar. So, hier rüber. Also so. So, und hier wechseln wir jetzt das Gleis. So, Verkehrsampeln. So, wo haben wir das noch gemacht? So, hier war überall alles gleich. Also mache ich mal kurz die Straße, bevor ich das vergesse. So, Problem gelöst. Ne, halt, warte, Entschuldigung. Hier auch mal gerade ich muss nur die Züge dahin bekommen. Das wird ein bisschen knifflig. Wo sitzt der Simi-Express eigentlich? Der sitzt hier oben, ne? Ich weiß ja nicht, ob ich die irgendwie... Da müssen wir von hier aus... Bisschen zu steil, aber es müsste gehen. Cool, oder? Jetzt haben wir so langsam sicher alles verbunden. Okay. Das geht auch. Das geht auch, klar. Pass auf, jetzt machen wir kurz den Simi-Express. Das müsste ja eigentlich grob funktionieren. Also es fährt hier los. Der fährt hier los. Wir machen jetzt mal kurz die Dingens weg. Weil es soll eine Oldschool-Bahn werden. Keine Oberleitung. Was natürlich dann hier blöd ist. Eigentlich zu sagen. Wegen der Kohle. Eigentlich kann ich das mit der Oberleitung vergessen. Dann müssen wir wieder reinmachen. So, jetzt machen wir erstmal den Oldschool. Wie nennen wir das? Nostalgiebahn? Nostalgiebahn. Nostalgiebahn Express.
Express. Wurstfinger. So. Wo ist es denn? Was ist denn der Wurstfinger Express? Nostalgie Express. Entschuldigung, ich habe nach E gesucht. So, wir brauchen auf jeden Fall den, den hier. Und den hier. Ich hätte auch eigentlich hier anhalten können, aber wir machen eine weite Strecke. Ja. Das ist in der Sache. Dass die Bahn schon lange fährt. Muss ja nicht exzessiv lang sein, aber... Ja. So, dann gucken wir, ob müsste sie eigentlich schaffen. Ich hoffe, es geht auch gut. Simi Archie Express. Müssen wir vielleicht ein bisschen warten. Es kann auch sein, dass das überhaupt nicht einpendelt. Müssen wir den ist mal, also das hier ist kein Problem. Hier ist auch kein Problem. Und zwar fährt ihr dann da lang und hält am Bahnhof. Ist egal, was ich tue, ja? Vertraut auf mich. Ich weiß, was ich hier tue. So, jetzt muss nur das Simi-Express dahin kommen. Das muss doch funktionieren. Also das scheint ja super zu funktionieren. Das geht da durch. Also musst du jetzt mal von... Pass auf. Einfach mal auf die Schienen da kommen. Da müsste es eigentlich gehen. Aha. Jetzt bin ich gespannt, ob das jetzt Mucken macht mit dem Stahltransport und dem Plastiktransport. Da ist er. Der General Nostalgie Express. Cool. Der fährt jetzt für immer. Das war Nummer 1. Ja, wir müssen 2 fahren lassen. Das wird lustig. Da müssen wir so ein paar Ausweichgleise bauen, oder? Wie das heißt hier so... Hier sowas hier. Lass mal gucken hier. Also ich weiß nicht, ob das jetzt immer noch gut funktioniert. Und zwar so. Ja, und zwar... So. So. Vielleicht noch eins hier. Und dann noch, ich hätte auch am besten ein zweites Gleis denn machen können, aber. Da.
Da. Immer noch hier eins hin. Und dann machen wir noch hier eins hin. Die können wir später noch gut gebrauchen, aber die werden vielleicht zu kurz sein. Deswegen machen wir sie direkt was länger. Das sind quasi Wartesektionen, falls einer irgendwo hin will. Ich weiß aber nicht, ob das funktioniert. Das ist das Problem. Ich habe keine Ahnung, ob das geht. Jetzt brauchen wir den Aldemar Express. Aldemar Express! Der ist hier. So, jetzt müssen wir den da oben nach oben kriegen. Das wird jetzt schwer. Und zwar würde ich sagen, fahr erstmal ins Depot. Macht aber Plus. Ich bin beeindruckt. Dann machen wir hier nämlich... Das ist das Ding. Ich will jetzt gerne auch die ganzen Passagierbahnen mal upgraden. Wir haben ja sogar noch einen Generalfahren mit coolen Waggons. Sollen wir vielleicht... Nee, wir bleiben mal richtig bei Nostalgie. Ich finde es schade, dass es keine Postwaggons gibt. Wirklich nicht. Das fand ich bei Dingensbums immer cool. Immer ein Postwaggon hinten noch dran gemacht. Das gibt es bestimmt als Mods oder so. Das müssen wir hier mal wieder gleich aufräumen. Wie sieht es denn hier mit Erz aus? Der Mann funktioniert tadellos. Cool, oder? Alter, Schienenwirrwarr. Aha, guck mal, die haben auf Erz auf Tasche, aber ist auch gerade an Bug ein Schiffchen angekommen. Wie sieht es mit den beiden Lappen aus? Sind die jetzt zu Warteloks geworden, oder? Die fahren auch immer gleichzeitig, das ist auch ein Problem. Weil es ist jetzt auch schneller, jetzt habe ich die ganze ganze Mist umsonst gebaut. Sonst brauche ich hier oben noch einen Bahnhof hin. Können auf jeden Fall davon noch ein Erzschiff bauen, guck. Weil kommt echt viel an. Wir haben aber nichts Neues bekommen. Jetzt müssen wir einfach noch eins bauen. Bevor das ankommt. Und sinkbar 3. Hehehe. Ich glaube, pass auf, wir warten mal. Bis eine voll ist. Es kann auch sein, dass sie jetzt erstmal wieder hier anlaufen müssen. Transport 41%. Da stimmt nämlich irgendwas nicht. Ich sagte, eine, die soll stehen bleiben. Obwohl, die bleibt sowieso stehen. Einer wird sowieso zuerst voll sein. Voller Overkill, aber immerhin maximale Transportkapazität. Sonst bin ich hier einfach noch im Bahnhof an oder von da oben. Hier gibt's genug Erz, ja, sonst mache ich die weiter nach da und mache einfach ein Durchfahrtsding. Ich meine, dann kann ich hier noch ein paar Waggons dran machen. Das Ding zieht bestimmt ohne Ende, so können wir das auch machen. So, wir haben neue Fahrzeuge bekommen, das habe ich jetzt vergessen. Und zwar... Jetzt müssen wir mal gucken, wo muss ich was austauschen? Wie wäre es denn hier? Oh ja! Oh shit, das habe ich total vergessen. Fahren immer noch mit Dampf. So, ihr seid jetzt unsere neuen... Oh ja, alle Güter. Hier, guck mal. Mac, Planwagen. Jetzt können wir endlich... Mac. Geil. Wie, Hanomag oder was? Nee, Quatsch. Der Schwerlaster AC mit seiner bekannten kegelförmigen Kühlerhaube... war der LKW, der den Spitznamen Bulldog begründete. Mit seinem 6,2 Liter Motor und Kettenantrieb war der leistungsstark und zuverlässig. Oh Mann, die Armen.
Ja, wir tauschen alle aus und dann gucken wir, wer zu viel ist. Ist mir egal. Brot. Machen wir Brotplanwagen. Darf nicht nass werden und das ist wieder hier wieder was anderes. Ist doch egal. Warte, wir gucken uns den sofort an. Ich muss nur die ganzen Autos mal austauschen. die ganzen Lutscher. Geil, die haben direkt ein doppeltes Upgrade gemacht. Oh Mann, das ist ziemliche Geldverschwendung. Aber hey! So, jetzt gucken wir uns die mal an. Neue Autos, neue Bahn. Oh Mann, ist der hässlich. Guck mal, jetzt sind es schmuddelige Arbeiter. Sie haben keine Zylinder mehr. Lol. Was ist eine umständliche Motorhaube? Naja, das war's schon mit Schiffen. Jetzt haben wir die und bei Trams muss auch mal bald wieder was kommen. Ich meine, das ist echt traurig bei Trams hier. Also ich meine, beim tropischen Zeug kam echt viel. Aber bei den Trams ist es ein bisschen traurig. Naja. Kann das sein, dass die Amerikaner sind sowieso nicht so Trump-freundlich? Kann das sein? Ich meine, oder hatten die auch alle Trumps ohne Ende? Ich weiß, San Francisco hat ja bis heute so Straßenbahn. Gibt es in Amerika generell viel Straßenbahn? Ich glaube nicht, ne? Hier und da, aber ich glaube nicht überall. Also, ich wüsste ich jetzt nicht. Aber in Europa sind Straßenbahnen ja ziemlich beliebt. Ich meine... So, wie sieht's denn hier aus? Ich finde, das hier gefällt mir eigentlich fast am besten. So, jetzt müssen wir die auch mal upgraden hier. Wie sieht's denn aus? Habt ihr oben wieder Stau? Der läuft schon fast wunderbar. 100% läuft gut. Ah, guck mal, wo sind die denn? Archie City Waren. Ach so, die Lappen. Das haben wir auch mal geupgradet hier. Oh. Ja, die warten auf Stahl, würde ich mal sagen. Aber es müsste jetzt mal hier anlaufen. Stahl müsste wunderbar funktionieren. Den Stahlzug könnten wir auch mal verbessern. Oh Mann, jetzt wird's richtig cool hier, oder? Jetzt wird's richtig cool. Jetzt haben wir immer mehr Dingenspummel. Jetzt müssen wir den Aldemar Express erstmal darüber holen, weil diese Folge müssen wir damit unbedingt abschließen. Jetzt haben wir hier noch das zweite Gleis. Das setzen wir jetzt einfach mal hoch Richtung Dingsbums. Dann kommen wir da automatisch hin, würde ich sagen. Oder wir lassen ihn hier durchfahren. Ja, das wird er wahrscheinlich nicht packen. Deswegen machen wir ihn einfach eine eigene Strecke. Was für eine Verschwendung. Wir holen den Aldemar Express nach oben Strecke. Die reißt gleich wieder ab. Mach ich aber offscreen. Ich will nur den Zug hier hochkriegen. Kann man bestimmt teleportieren. Ich bin nur zu blöd dafür. Ach geil, das geht sogar. Dann fahr, mein Sohn! Vereine dich mit deiner Traumfrau. Oh. Oh toll, was ist jetzt los? Aha. Ah, ich sehe schon, was das Problem ist. Okay. Erstmal zurück.
Scheiße. Was ist denn jetzt los? Jetzt steckt er richtig fest. Der war aus. Komisch. Ist ja nicht süß. Ah, okay. I see what's the problem. Ah, okay. Warte, warte. Okay. Ups, das macht es noch schlimmer. Okay. Aber Elektro muss aber kommen. Jetzt haben wir schon 1916. Ich weiß ja nicht, aber Dampf ist ja bis ewig, also Dampf ist ja noch lange gefahren. Ich meine, wann kamen die ersten Elektrozüge? Ich meine... Aber auch auf weite Strecken wurden die nicht benutzt. Die wurden bestimmt nur innerorts benutzt, oder? Wann gab es die ersten Elektrozüge? Ich meine, im Zweiten Weltkrieg sind ja immer noch Dampfloks gefahren. Oder Ölloks gab es ja sogar auch. Ich meine, wie bei Dingenswummens. Hier, Metro. Sie Metro. Jetzt müssten wir eigentlich mal mit dem Zug dahin fahren und wieder runterfahren. Oder wir machen jetzt erstmal hier die Lok. Das ist, wie hieß denn die Strecke hier? Das ist die St. Lapo... Nee. Was ist das hier? New Aldema Express. Achso, das ist der New Aldema Express, die alte Linie. Milwaukee. Mach ich erstmal den hier. Kann ich erst fragen, okay? Machen wir 100 Leute, müsste reichen. Zug hat keinen Namen, das bringt Unglück. Ich will dem keinen Namen geben, die ich später bereue, wieder wegnehmen zu müssen. Fahrt los! Das ist der Voltrox-Zug. Der Voltroxi-Zug. So. Wer einen Zug betitelt haben will, schreibt es bitte in die Kommentare. Ich mache es nur gerade nach Gedächtnis. Keine Sorge. Das sind keine Namen, die ich irgendwie lieber habe als die anderen. Ja? Das sind nur die Namen, die ich mir eingeprägt habe. Aber das ist schon sehr cool, die Lok mit den Waggons im Kombo. Und wie der hier runterfährt, sieht echt schön aus. Okay, jetzt fährt der erstmal los. Gut, die Strecke ist jetzt wieder bedient. Der Aldema Express muss jetzt mal da hochfahren. Ich glaube, ich lasse die Strecke bestehen. Das können wir gut gebrauchen. Ich muss noch später, wir müssen später halt, wie gesagt, Fort Simi, Archie. Wir brauchen unbedingt einen Zug, der alle abfährt. Ist die Frage, ob das denn überhaupt noch notwendig ist, dass wir einzelne Züge haben. Von Stadt zu Stadt. Was für ein Chaos. Bin gespannt, wie die sich schlagen. Ja, die stehen halt immer noch Schlange, aber das wird sich schon noch einpendeln. Yeah, cool. Simi Express fährt gerade runter, sehr schön. Okay, das läuft.
Ist immer noch Erz da, Gott sei Dank. Wie sieht's hier oben aus bei den beiden Spaghettis? Die ewig vollen. Wahrscheinlich miese. Ne, machen sogar plus. Lol. Na gut, dann lassen wir den Overkill mal noch ein bisschen bestehen, würde ich sagen. Wie sieht's hier aus? Wunderbar. Kann ich noch ein bisschen mehr für euch tun? So, ich habe eine gute Idee. Gut, ich weiß nicht, ob sie gut ist, aber... Guck mal, jetzt immer noch drauf. Geil. Stahl ist hier alles da. Guck mal. Sehr schön, Stahl. So, bevor du da eintrudelst, wirst du jetzt auch mal geupgradet, weil der ist auch schon echt alt. So, du kriegst jetzt ein Milwaukee. Plus Stahl. Hier, Runenwagen. Machen wir so. Zeig, was in dir steckt. Yeah! Stahl! Wir brauchen mehr Stahl! Kruppstahlzug. Zimmi-Stahl soll das doch sein. Der Zimmi-Stahlzug. Wir alle wollen Zimmi-Stahl. Zimmi-Stahlpanzer. Boah, Alter, ja, der frisst dir das Gutstahl hier. Meine Fresse. Bring es zurück, mein treuer Stahlzug. Cool, also das ist... Es wird immer geiler, desto mehr Gleise man hat, tatsächlich. Man muss sich dann nur mal ein bisschen die Angst nehmen. So, die Nostalgiebahn läuft. Das ist doch schon mal schön. Die fährt jetzt für immer. So, Wartung hoch, ja. Die beiden sind wichtig. Ich glaube, es ist aber Wartung für alle Fahrzeuge. Ich bin mir halt auch nicht sicher. So, dann mache ich mal hier weiter. Weil, ne, ich mag es halt nicht, wenn die Zeit zu schnell läuft. Ich mag es aber auch nicht zu langsam. Oh, was ist denn hier los? Wir müssen mal in den Städten gucken. Guck mal hier. Das ist mein Hauptquartier, Alter. Das sieht doch gar... Passt das überhaupt in das Jahrhundert hier? Ausbeutungs GmbH und Cook AG. Punktezahl 18. Oh yeah, Straßenfahrzeuge 217, Trams 58, Züge 16, Schiffe 4. Also am Anfang dachte ich so, boah, nee, ich hab's bestimmt hier, Züge. Alter, guck mal, jetzt haben wir den Bahnhof schon mitten in der Stadt hier. Geil, oder? Scheiße, jetzt bereue ich, dass ich nicht noch mehr... Scheiße, ich wusste, ich muss noch ein paar Bahnsteige bauen vielleicht. Das muss ich auch dann irgendwann. Na, der muss jetzt erstmal hier warm laufen wieder, der Zug. Der Zug! Aber Leute stehen da genug. Was ist denn mit, die fahren beide denn, ne? Der ist immer noch der Blitzzug. Ich warte auf den Lok und dann machen wir da was Neues rein. Es ist eigentlich genug Passagiermaterial hier vorhanden. Ah ne, doch nicht. Passagiermaterial. Ich würde die gerne alle so eng vernetzt lassen, aber ich wette, irgendwann müssen Züge weichen oder wie auch immer. Guck mal, das ist der coolste Bahnhof hier. Guck mal, so kleine Häuschen hier. Hier fahren die Trams. Ist das cool, oder? Keine Warnung, es läuft. Okay, Leute, ich muss hier aufhören. Es tut mir leid. Wir sehen uns wieder nächste Folge bei Transport Fever 2. Und wie immer bis dahin, haut rein, Leute.